Schule daheim. Leseideen Teil 3, die Zuhause-Lesen-Challenge. Die Schule ist geschlossen. Die Schularbeiten sind erledigt. Mit den Freunden darf man sich nicht treffen. Nach dem täglichen Spaziergang ist die Familie wieder in der Wohnung. Womit verbringt Ihr Kind nun seine Freizeit oder die Osterferien? Viele Kinder spielen und basteln gerne, aber auch Lesen und Vorlesen stehen hoch im Kurs. Passend dazu startet die Stiftung Lesen die Zuhause-Lesen-Challenge. Aber Bibliotheken und Buchhandlungen im Ort sind geschlossen. Wo finden Sie neuen Lesestoff? Machen Sie sich gemeinsam auf die Suche. Unsere 10 Hinweise helfen Ihnen beim Finden. Tipp 1. Im Schrank. Vielleicht finden sich Weihnachtsgeschenke, die nach Weihnachten vergessen wurden und darauf warten, von Ihrem Kind gelesen zu werden. Auch in den Regalen der älteren Geschwister versteckt sich das ein oder andere interessante Buch. Tipp 2. Im Keller oder auf dem Dachboden steht vielleicht eine Kiste aus Ihrer Kindheit. Öffnen Sie gemeinsam diese Schatzkiste. Tipp 3. Ob Pferde oder Detektivgeschichte, ob Pippi Langstrumpf oder die 5 Freunde. Jetzt können Sie sich darüber austauschen. Tipp 4. Sie oder Ihr Kind haben einen Bibliotheksausweis? Viele saarländische Bibliotheken machen bei der Online Saar mit. Dort können Sie sich mit Ihrer Ausweisnummer kostenlos anmelden und haben Zugriff auf 2400 Kinderbücher und viele weitere Bücher für alle Altersgruppen. Tipp 5. Bei vielen Verlagen können Sie derzeit E-Books bekannter Kinderbücher für verschiedene Endgeräte kostenlos herunterladen. Tipp 6. Die Stiftung Lesen veröffentlicht regelmäßig neue Texte zum Vorlesen und Selberlesen für Kinder ab 3, 5 und 7 Jahren. Die Texte sind kostenlos und auch als App verfügbar. Tipp 7. Sie sprechen in Ihrer Familie auch andere Sprachen? Unter Bilingual Picture Books finden Sie kostenlose zweisprachige Bücher in vielen Sprachen. So kann Ihr Kind auf Deutsch vorlesen und Sie lesen in der Familiensprache vor. Tipp 8. Viele tolle Autoren lesen live im Kindernetz vor, auch als Podcast verfügbar. Tipp 9. Ins Nest legt der Osterhase neue Bücher. Viele Buchhandlungen vor Ort freuen sich über Bestellungen und liefern nach Hause. Tipp 10. Jetzt suchen Sie noch schnell einen gemütlichen Leseplatz, ob Sessel, Bett oder Hängematte. Und schon starten Sie mit Ihrer Familie die Zuhause-Lesen-Challenge. Viel Vergnügen! In anderen Videos stelle ich noch mehr Ideen zum Lesen vor.